1117 zu 43 Tor für Dänemark, 7 zu 5 durch Mads Mensah Larsen, 1017 zu 42 Tor für Norwegen, 6 zu 5 durch Magnus Jøndal. Wieder antwortet Norwegen auf ein Gegentor mit einer erfolgreichen schnellen Mitte, 1017 zu 42 Tor für Dänemark, 6 zu 4 durch Mikkel Hansen, 917 zu 42 Landen verzeichnet gegen Rechtsaußen Tangen die erste Ballabwehr, 817 zu 41 Tor für Dänemark, 5 zu 4 durch Lasse Svan Svan kann von der rechten Außenbahn weit in den Kreis hineinspringen. Er legt den Ball in der kurzen flachen Ecke ab. 817 zu 41 Olsen scheitert aus dem rechten Rückraum an Bergeart. Wieder bleibt die Kugel bei den Dänen, 717 zu 39 Tor für Norwegen, 4 zu 4 durch Magnus Jøndal. Der beste Schütze der Norweger lässt sich von seinem Fehlwurf nicht verunsichern und verwandelt sicher zum zweiten Mal von der linken Außenbahn, 717 zu 392 Minuten für Christian Bjørnsen, Norwegen. Der Wetzlarer kann Mensah Larsen nicht aufhalten und bekommt zudem eine Zeitstrafe aufgebrummt, 717 zu 39 Tor für Dänemark, 4 zu 3 durch Mads Mensah Larsen, 717 zu 39 Bergeart freut sich nach Hansens Versuch aus halblinken 6 Metern über seine erste Parade. Der Abpraller landet aber im Seitenaus, 617 zu 377 Meter verworfen von Magnus Jøndal, Norwegen. Auch Norwegens erster Strafwurf führt nicht zum Torerfolg, Jøndal scheitert am rechten Innenpfosten, 617 zu 372 Minuten für Henrik Møllgaard, Dänemark. Meyerholt sieht gegen Møllgaard am Kreis nicht nur den ersten 7 Meter für das Bergeteam, sondern auch eine erste Zeitstrafe, 517 zu 36 gelbe Karte für Anders Zach Ariassen, Dänemark, 517 zu 35 Tor für Dänemark, 3 zu 3 durch Rasmus Lauge Schmidt. Die Dänen kommen bisher nahe an Berger als Kasten heran, doch auch hier Lauge, 417 zu 34 Tor für Norwegen, 2 zu 3 durch Magnus Jøndal. Nach Anspiel von Sargosen hebt der Flensburger vom linken Flügel ab und überwindet Landen mit einem zentralen Aufsetzer. 417 zu 34. Wie gegen Deutschland suchen die Norweger die schnelle Mitte und verhindern dadurch, dass Dänemark am eigenen Kreis wechseln kann. 317 zu 34 Tor für Dänemark, 2 zu 2 durch Morten Olsen, 317 zu 33 Tor für Norwegen, 1 zu 2 durch Magnus Roth, 317 zu 33 Tor für Dänemark, 1 zu 1 durch Mikkel Hansen. Zweiten Anlauf ist der Superstar erfolgreich, netzt bei drohendem Zeitspiel mit etwas Glück aus halbrechten 6 Metern, 217 zu 32 Tor für Norwegen, 0 zu 1 durch Sander Sargosen. Auf der Gegenseite bricht Sargosen auf halbrechts an den Kreis durch und knallt die Kugel in die flache rechte Ecke, 117 zu 327 Meter verworfen von Mikkel Hansen, Dänemark. Dem Superstar gehen die Nerven durch, sein Aufsetzer landet an der Oberante der Latte, 117 zu 31 Hansen holt nach 33 Sekunden gegen Osterleben einen ersten 7 Meter heraus, 117 zu 30 Dänemark gegen Norwegen. Das WM-Finale 2019 ist eröffnet, 17.27 Uhr die Nationalhymnen ertönen, 17.25 Uhr der Hallensprecher stellt die Spieler vor, 17.23 Uhr die Einlaufzeremonie hat soeben begonnen. 17.17 Uhr ein Schiedsrichtergespann aus Kroatien hat die Ehre, das Endspiel der 26-Weltmeisterschaft in regeltechnischer Hinsicht zu begleiten. Matija Gubica und Boris Milosevic schließen heute ihre vierte WM-Teilnahme ab. Sie leiteten schon bei der letzten Europameisterschaft das Endspiel, 17.15 Uhr, während Christian Bergel trotz des ungewissen Gesundheitszustands seines halbrechten Magnus Roth auf eine finale Veränderung seines Aufgebots verzichtet, nimmt sein Gegenüber Nikolai Jakobsen eine letzte personelle Umstellung vor. Rechtsaußen Hans Lindberg, der nach einer Wadenverletzung im Auftaktspiel gegen Chile 39 zu 16 nicht mehr gespielt hat und durch Johan Hansen ersetzt worden ist, kann wieder mitspielen.
20 der 32 für das Finale nominierten Spieler sind übrigens im Vereinshandball in der DKB-Handball-Bundesliga unter Vertrag. 17.11 Uhr das norwegische Schlüsselspiel vor dem starken Auftritt im Halbfinale gegen das DHB-Team war das vorletzte Hauptrundenmatch gegen die Schweden, in dem die Mannschaft von Christian Berge wegen der Vorrundenpleite gegen Dänemark 26:30 bereits mit dem Rücken zur Wand stand und im Falle einer Niederlage vorzeitig die Segel hätten streichen müssen. Sie setzte sich gegen die bis dato makellosen Gelb-Blauen jedoch verdient mit 30:27 durch und nahmen durch den folgenden 35:26 Kantersieg gegen Ungarn das nötige Selbstvertrauen mit, um vorgestern den ersten Co-Gastgeber aus dem Weg zu räumen. Gewinnt Norwegen heute auch gegen die 16 Dänen auf der Platte und die 15.000 auf den Rängen. 17.09 Uhr während auf Seiten Dänemarks Mikkel Hansen mit 65 Treffern der überragende Mann im Positionsangriff ist, sticht auf Seiten der Norweger mit Sander Sagosen nicht der beste Schütze, 48 Tore, sondern der mit Abstand stärkste Vorlagengeber, 35, heraus. Der 23-Jährige, der sich im Vereinsbereich wie Hansen beim Paris Saint-Germain HB nach dem Gewinn der Velux EHF Champions League sehnt, hat seine Weltklasseform beim 31:25 Halbfinalerfolg gegen Deutschland eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als er vor allem nach der Pause Kreisläufer Meyer Hohl mit cleveren Anspielen immer wieder in Szene setzte und zudem sechsmal selbst netzte. 17.04 Uhr die Dänen mussten den größten Brocken nicht etwa in der Vorschlussrunde aus dem Weg räumen, sondern im letzten Hauptrundenmatch gegen die Schweden, in dem eine deutliche Niederlage trotz der vorherigen weißen Weste das Ausscheiden bedeutet hätte. Nachdem sie in Durchgang 1 zwischenzeitlich schon 3 Treffer schwächer als die Gelb-Blauen gewesen waren, konnten sie die Führung erst Mitte der zweiten Halbzeit an sich reißen, um sich dann doch noch souverän durchzusetzen. Richtig enge Schlussphasen hat das Jacobsen bisher nicht erlebt. 16.59 Uhr Dänemark, Europameister von 2008 und 2012 sowie Olympiasieger 2016, kann heute eine makellose Weltmeisterschaft zu Ende bringen. Die Mannschaft von Coach Nikolai Jacobsen, der bis zum Saisonende parallel noch die Rhein-Neckar-Löwen in der DKB-Handball-Bundesliga trainiert, hat nicht nur das Halbfinale gegen die Franzosen überraschend souverän mit 38:30 für sich entschieden, sondern als einzige Nation auch sämtliche Begegnungen in der Vor- und Hauptrunde gewonnen und das mit einem Gesamttorverhältnis von 248:171, 16.56 Uhr. 9 Nationen haben in der 1938 beginnenden Geschichte der Weltmeisterschaften im Hallenhandball bisher triumphiert, heute kommt eine 10. hinzu. Weder Dänemark noch Norwegen haben das IHF-Turnier bislang gewinnen können. Der Co-Gastgeber der aktuellen Ausgabe verlor dreimal im Endspiel, 1967, 2011 und 2013. Der Gast vom westlichen Teil der skandinavischen Halbinsel war bisher lediglich im Finale vor 24 Monaten in Paris unterlegen, 26:33, 16.50 Uhr mit dem 94. Turnierspiel geht an diesem letzten Sonntag im Januar die erste von zwei Handballverbänden organisierte Weltmeisterschaft zu Ende. Während sich mit Deutschland ein Co-Gastgeber in der Vorschlussrunde am Freitag aus dem Rennen um den globalen Titel verabschiedet hat, ist mit Dänemark der andere im großen Endspiel vertreten. Norwegen bekommt es wie in seinem ersten WM-Finale vor 2 Jahren in Frankreich mit dem Host zu tun und will sich diesmal über den gegnerischen Heimvorteil hinwegsetzen. 16.44 Uhr ein herzliches Willkommen zum Endspiel der 26. Handball-WM der Männer. Mit Dänemark und Norwegen stehen sich die stärksten Nationalteams der letzten 18 Tage gegenüber. Punkt. Setzt sich der Olympiasieger vor heimischer Kulisse die globale Krone auf oder kann der Deutschlandbezwinger den Gastgeber im Finale schlagen?